Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Pfeiffer, Sie haben zwar immer Grüne und Linke angesprochen, aber ich habe den Eindruck, das war eine Rede an Ihre eigene Fraktion, weil da kommt doch der Widerstand von dem Fracking in den Wahlkreisen her. Überall, wo ich im Land unterwegs bin, da erlebe ich, dass Kollegen von der CDU, von der Union, dass schwarze Bürgermeister den Widerstand bei Fracking leisten, noch die Greenpeace-Aktivisten über links überholen und kritischer sind. Sie müssen doch da in Ihren eigenen Reihen gucken und nicht hier so tun, als ob das ein Problem von Opposition wäre. Meine Damen und Herren, Fracking, das ist eine Risikotechnologie, die eine unserer wichtigsten natürlichen Ressourcen, unser Trinkwasser, in unverantwortlicher Weise gefährdet. Und meine Damen und Herren, in den USA, das ist ja jetzt schon mehrfach angesprochen worden, kann sich jeder und jede ansehen, zu welchen Umweltzerstörungen das führt. Und man muss kein Prophet sein, dass dieser kurzfristige Gasboom, dass die USA das noch teuer bezahlen werden müssen, dass sie im wörtlichen Sinne den Giftmix ausbaden oder im schlimmsten Falle sogar austrinken müssen. Meine Damen und Herren, das wird nachfolgende Generationen belasten. Und das wollen wir in Deutschland, in Europa nicht, meine Damen und Herren. Und ich sage auch ganz klar, Fracking ist die neue Eskalationsstufe der fossilen Energiegewinnung. Es ist auch wegen der miesen Klimabilanz, keine Option für eine nachhaltige Energieversorgung. Es ist die Rolle rückwärts ins fossile Zeitalter. Wir brauchen keine Investitionen in Fracking. Wir brauchen Investitionen in Erneuerbare und Energieeffizienz. Und meine Damen und Herren, jetzt würde man ja denken, dass im Energiewendeland Deutschland diese Entscheidung klar ausfällt. Dass man, wie die Umweltministerin es ja selber sagt, keine Investitionen mehr in fossile Energiegewinnung braucht, die nicht zukunftsfähig ist. Aber was passiert? Sigmar Gabriel und Frau Hendricks legen hier einen Gesetzentwurf vor, der ein Fracking-Ermöglichungsgesetz ist, der auf mindestens 2/3 der Landesfläche Fracking zulässt, der sogar zulässt, dass unter Nationalparken und Naturschutzgebieten gefrackt werden kann. Meine Damen und Herren, das ist kein Fracking-Verbot, Frau Hendricks, das ist das exakte Gegenteil. Und ich sage Ihnen, es ist doch ein Treppenwitz, dass Sigmar Gabriel und die Bundesregierung die Biogasbranche aus dem Land treibt, aber den Giftcocktail von ExxonMobil, dem die Tür aufmacht, dass der in den Untergrund zur Gasgewinnung gepresst werden kann, meine Damen und Herren, das ist nicht nachhaltig, das ist nicht zukunftsfähig. Und wenn dann hier immer aufs Ausland verwiesen wird, dann muss man mal ins europäische Ausland gucken. Seit Jahren versucht Polen, Fracking zu ermöglichen. Was ist das Ergebnis? In Polen gibt es bis heute keine einzige kommerzielle Fracking-Bohrung. Und nirgendwo in Europa wird bis heute Fracking gewonnen. Die Mehrzahl der Staaten hat sich dafür entschieden, dass das keine Zukunftsoption ist. Und auch deshalb, weil die geologischen Verhältnisse in Europa andere sind als die USA. Und nicht nur die geologischen, auch die Bevölkerung, auch die naturräumlichen. Das kann für uns kein Modell sein, so wie das in den USA läuft. Meine Damen und Herren, der allergrößte Witz war ja, was wir eben von Frau Hendricks gehört haben, dass sie das wiederholt hat. Ich habe ja gedacht, Sie haben sich da mal versprochen, aber Sie haben ja hier jetzt wieder gesagt, Fracking ist energiepolitisch bedeutungslos. Ja, meine Damen und Herren, warum beschäftigen Sie uns dann mit diesem Unsinn? Warum machen Sie das dann? Dann sagen Sie doch Nein zu Fracking und lassen das als Umweltministerin. Und ehrlich gesagt, eine Aussage, und die haben Sie jetzt auch wiederholt, die haut mich ja wirklich vom Stuhl um, von einer Umweltministerin, dass sie sagen, wir müssen das Fracking-Ermöglichungsgesetz machen, weil sonst Konzerne klagen können. Ja, meine Damen und Herren, dass in Deutschland eine Umweltministerin sich danach richtet, dass die Gesetze so gemacht werden, dass Umweltkonzerne, dass Konzerne nicht gegen diese Gesetze klagen können, das ist doch ein Skandal und das ist doch der Vorgriff auf die Konzernjustiz von TTIP und CETA, die Sie da einführen wollen, schon im vorauseilenden Gehorsam. Und meine Damen und Herren, wenn Fracking keine Bedeutung hat, dann frage ich mich, die Menschen wollen es im Land nicht, in den Kommunen
haben wir überall da, wo das ein Thema ist, ablehnende, einstimmige Resolutionen über alle Parteigrenzen hinweg. Warum tragen Sie mit diesem Gesetz dann die Konflikte in die Regionen rein? Warum tun Sie das? Ist Deutschland etwa so arm an energiepolitischen Konflikten? Haben wir da noch Kapazitäten und Langeweile, dass wir uns dann in den Regionen auch noch damit auseinandersetzen müssen, ob Fracking zugelassen werden müssen? Da hätten wir viel, viel Wichtigeres zu tun und viel, viel größere Probleme zu lösen, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen, die Bundesländer, die haben, und da ist schon darauf hingewiesen worden, die haben begriffen an der Stelle, wo es drum geht, wenn man sich die Anträge im Bundesrat ansieht, mit übergroßer Mehrheit. Und Hannelore Kraft, Horst Seehofer, Winfried Kretschmann, Bodo Ramelow, nun wirklich Ministerpräsidenten unterschiedlichen Typs. Aber in einem sind sie völlig klar. Sie sagen klipp und klar, wir wollen kein Fracking. Und ich sage Ihnen, wenn schon diese Ministerpräsidenten unterschiedlichsten Typs so klar sind, dann folgen Sie dem, lassen Sie sich nicht auf diesen unsinnigen und blödsinnigen Konflikt ein, mit dem Sie Fracking dann ins Land treiben, meine Damen und Herren. Das kann doch nicht sein. Und eines will ich Ihnen auch sagen, gleich wird ja Herr Mattfeld reden. Was ich ja immer wieder erlebe, wenn man vor Ort unterwegs ist, CDU-Abgeordnete, die sind die größten Kritiker auf den Podien, die überholen Greenpeace noch links auf der ökologischen Seite. Was hier nicht läuft, ist, dass man in den Wahlkreisen vor Ort sagt, wir lehnen Fracking ab, aber am Ende ist es dann die Position von Herrn Pfeiffer, der hier eine Fracking-Jubelrede hat, die beschlossen wird. Wir werden sehr genau darauf gucken, was Sie an der Stelle machen. Das kann nicht sein, in den Wahlkreisen dagegen, aber hier in Berlin Fracking-Ermöglichungsgesetz machen. Sie haben jetzt die Aufgabe, Ihren Ankündigungen hier in Berlin und vor Ort Taten folgen zu lassen und aus diesem Fracking-Ermöglichungsgesetz von Sigmar Gabriel und Barbara Hendricks ein Fracking-Verbot zu machen. Das ist Ihr Job und da müssen wir Sie liefern. Wenn Sie diesen Weg gehen, das kann ich Ihnen sagen, da werden wir uns konstruktiv mit dran beteiligen, da werden wir Sie unterstützen. Wenn Sie das aber nur einfach so durchwinken, wie Herr Pfeiffer das hier ankündigt, dann werden Sie mit unserem härtesten Widerstand rechnen. Dankeschön. Der ist von welchem Bundesland? Nächster Redner ist der Landesminister Olaf Ries. Bitte schön.